Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Kultur von Döll in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Release und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kultur von Döll, das Ganze am 18. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist eine EP geworden mit 6 Tracks. Das Ganze hier auf Vinyl erschienen. Wir haben mehrere Varianten der Vinyl kaufen können. Und zwar gab es das Ganze exklusiv in dem Webshop von Döll. Das ist die reguläre Vinyl. Die war hier in Weiß und Schwarz. Dann gab es auch noch die CD, regulär natürlich. Und limitiert hier die Doppel-LP. Ja, die habe ich genommen, für die habe ich mich entschieden. Auch vom Cover her etwas abgewandelt. Wie ihr gerade gesehen habt, das reguläre Cover war ja weiß mit schwarzer Schrift und diese limitierte Vinyl in diesem Fall schwarz mit weißer Schrift. Gut, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Es ist ein Gatefold zum Aufklappen, bedeutet, wir können hier wunderbar mittig aufschneiden und dann schauen wir uns das mal an. Ist, soweit ich weiß, auch mittlerweile ausverkauft, diese Variante. So, also wir haben hier das schwarze Cover bzw. den schwarzen Hintergrund mit dem riesengroßen weißen Kulturschriftzug. Auf der Seite ist das Ganze hier auch nochmal beschriftet, wenn auch sehr klein. Hier ganz links im Eck lesen wir Döll, rechts im Eck Kultur. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir 3 Tracks auf der A, 3 Tracks auf der B. Also insgesamt 6 Tracks hier. Ein einziges Feature ist mit dabei. Und zwar auf dem Track Nummer 2, Kultur Audio 88. Und auf der zweiten Vinyl, auf den C- und D-Seiten dann die Instrumentals. So, dann haben wir hier noch die Infos zu diesem Album. Und dann schauen wir mal rein. So, wir haben hier mal die gesamten Tracks im Detail. Also wir haben hier oben dann die Info, wer war hieran beteiligt, wer hat produziert und so weiter und so weiter. Ist etwas schwer zu lesen, aber eventuell kriegen wir es so hin. Also das sind die einzelnen Tracks, die man hier dann entsprechend mit reingenommen hat. Und hier auch nochmal. Ja, ich glaube, so kann man es halbwegs entziffern. So, also hier steht, wer das Ganze produziert hat, wer gefeatured wurde, wer mixt und gemastert hat. Und dasselbe natürlich dann auch noch hier unten mit der Laufzeit der Instrumentals. Gut, dann schauen wir mal rein in die erste Tasche. Und zwar Vinyl Nummer 1. Mehr ist hier nicht drin. Und Vinyl Nummer 2. So, genau, jetzt haben wir das Ganze leer gemacht und dann starten wir natürlich mit der ersten Vinyl, die geht nur kurz zur Seite. So, also die kommen hier in schwarzen Papierhüllen und die Vinyl kommt dann hier in einer Marble, also in einer Marmoroptik. So sieht das aus, also transparentes mit so schwarzen Schlieren drinnen, transparente Marble-Vinyl mit diesen Schlieren. Das die A-Seite, das hier die B-Seite, Tracks oder irgendwelche weiteren Sachen stehen hier mittig nicht, also wirklich nur mit A und B beschriftet. Die reguläre Vinyl war einfach ganz klassisch in schwarz gehalten und nur diese limitierte Doppelvinyl war hier in dieser Marble-Optik. So, und dann haben wir noch die C-Seite, die ist hier dann mittig schwarz und grau, also genau umgekehrt als die erste Vinyl. Kommt auch in einer schwarzen Papierhülle. Hier haben wir dann die C-Seite und die D-Seite. Wie gesagt, auf der zweiten Vinyl befinden sich die Instrumentals und auf der ersten Vinyl befinden sich die regulären EP-Tracks, 6 Stück jeweils. Ja,
Und das Ganze gab es wirklich nur exklusiv im Shop von Döll. Also sowohl die CD als auch die reguläre Vinyl, als auch diese limitierte Vinyl nur über seinen Shop, sonst nirgendwo, sonst nur digital. Und wenn man in seinem Shop bestellt hat, dann gab es auch noch zwei Sticker oben drauf. Das sind die zwei, kommen hier quadratisch, ganz einfach hier mit dem Albumcover. Also beide Sticker hier ident, quadratisch mit dem Albumcover. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal, zweimal die beiden Sticker hier, dann die Vinyl Nummer 1 in der schwarzen Papierhülle mit den 6 Tracks. Und dann haben wir eben Vinyl Nummer 2 mit den 6 Instrumentals der EP. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Kultur von Döll. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Döll unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.